Wir wollen das Nahrungsmittel, Jagd, Landwirtschaft, Häuser, Lager. Das Nahrungsmittellager 3. Wie gesagt, Materiallager können wir noch nicht. Aber hier Nahrungsmittellager 3 können wir jetzt aufwerten. In dem Moment haben wir jetzt gerade kein Lager für die zur Verfügung. Aber das kriegen wir hin. Ich habe alle 3 mit dem Dynasty gespielt. Ich werde auch weitere Dynasty-Spiele ausprobieren. Ich hätte jetzt gerne dem gehabt, sollte ja schon längst da sein, Truckers Dynasty. Ich werde auch Wild West Dynasty ausprobieren. Ich werde auch Sengoku Dynasty ausprobieren. Ausprobieren werde ich sie alle. Ob sie alle was taugen, werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Na komm. Falls wenn Sie ein neues Spiel auf der Mission starten, wo Sie Christine zurückbringen, gehen Sie... Nehmen Sie Isaac Quest an, schließen Sie Olivers ab, sprechen Sie dann erneut mit Isaac und Sie können Zugang zum Baumpflanzer. Ah, okay. Also eine Abkürzung sozusagen. Ein kurzer Weg. Irgendwie ist es heute mit der Position ganz komisch. Sehe ich das nur oder geht euch das auch so, dass das heute irgendwie so merkwürdig aussieht? Ja, never touch a running system. Ah, du kannst jetzt früher. Okay, ja. Für mich war bei Lumberjacks Dynasty war wichtig, dass ich den Pons habe. Weil alles mit der Hand zu sägen war einfach die fliegenden Bäume, dieses ganze Aufladen und. Das war immer sehr, sehr schwer. Und von daher war ich froh, als ich den Pons hatte. Das war einfacher. So. Haben wir jetzt alles? Nee, drin ist noch was, oder was? Oh Gott. So. Und auch unser Nahrungsmittellager ist aufgewertet. Sehr schön. Wir haben jetzt Platz 3000 Kilo, da kommen wir im Leben nicht ran, wenn wir so weitermachen. Da kommen wir im Leben nicht ran. Haben wir jetzt alles aufgewertet? Muss gucken. Technologie. Holzschuppen haben wir. Den Holzschuppen haben wir noch gar nicht, ne? Doch, Holzschuppen haben wir auf 2. Die Bauhütte... Die Frage ist jetzt, lohnt sich eine Bauhütte? Ein Dienstleistungsgebäude. Arbeiter, die hier beschäftigt sind, reparieren ausgewählte Gebäude. Aber ansonsten... macht der gar nichts, oder? Der futtert nur mein Zeug und mehr macht er nicht, ne? Warum machst du dir keinen besseren Hammer oder kann man nur den Holzhammer bauen? Nein. Ich bin einfach zu faul, mir einen besseren zu machen, Kai. Das ist die einfache Möglichkeit. Ich bin einfach zu faul. Das ist einfach so. Man kann schon bessere Hammer machen. Warum machst du dir keinen... Aber die Bauhütte, die macht eigentlich nichts. Wenn da jetzt nichts kaputt ist, dann macht der auch nichts heile. Und futtert nur mein Brot weg quasi. Ja,
Ansonsten macht er nichts mehr, das kann ich. Also die Häuser reparieren, das werde ich schon noch alleine schaffen, ne? Finde ich. Also, was macht hier eigentlich mein Dreschflegel hier? Der steht garantiert auch nur rum, ne? Wo ist der überhaupt? Wo ist mein Jonathan? Karotte. Ach, der sitzt schon am Feuer, ne? Der macht sich schon bunten. Die sitzen alle schon am Feuer. Die machen alle Feierabend. Ja, da muss ich trotzdem noch mal gucken. Habe ich immer noch nicht geguckt. Also werde ich auf die Bauhütte verzichten. Materiallager, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Den Bienenstock, den würde ich gerne bauen. Dafür brauche ich einen Arbeiter. Muss ich die Bienen auch noch extra kaufen? Oder kommen die von alleine angesurrt? Die kommen von alleine. Und da muss einer daneben stehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei den Bäumen, da würde sich das ja schön machen. Hier sind die Felder noch. Und da würde ich jetzt hier bei den Bäumen quasi meine Bienchen hinstellen und sagen, hier könnt ihr surren und surren und summen. Da werdet ihr glücklich. Und da muss aber einer daneben stehen, oder? Bauhütte, Brunnen und Bienenstock mit einem Arbeiter besetzen. Das ist nicht die Idee. Das ist eine Idee. Schön wäre es, wenn man ja einen gleich drei Jobs geben kann, ne? Da sind die mal gleich wieder überfordert, oder? Guck mal, wenn wir sagen Gebäude, Tierhaltung. Oh, guck mal. 5 Holzstämme. Ach, wie süß. Ach, wie niedlich. Aber wir haben noch keinen Arbeiter dafür, ne? Wir müssten uns jetzt schleunigst einen Arbeiter suchen. Und ich bin am Verdursten. Warum sagt das keiner? Auf euch ist auch echt kein Verlust. Was ist denn los? Warum? Also meine Einstellungen sind echt verdüdelt hier, ne? Ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht. Das fehlt noch, den Leuten mehrere Arbeitsplätze geben. Ja, echt mal. Guck mal, der die Gebäude repariert, der ist ja nicht rund um die Uhr beschäftigt. Der im Bienenhaus ist nicht rund um die Uhr beschäftigt. Und den Brunnen, da mal die 2 Eimer Wasser zu schleppen, das ist jetzt auch nicht so viel, oder? Dankeschön, Grit, du hast mich gerettet. Es ist doch nicht, das ist doch alles nicht viel Arbeit. Das würde man doch schaffen über die Jahreszeit hinaus, ne? Oder nicht? Sag ich da jetzt was Falsches? Tja, dann werden wir wohl mal, ja, jetzt einfach den Bienenstock hinstellen wäre doof, oder? Aber im Winter sind sowieso keine Bienen, oder? Wir halten uns an Sandrinas Regeln. Erst arbeiten, dann saufen. Genau, nein, erst arbeiten und dann wieder arbeiten. Gesoffen wird nicht. Fällt aus wegen ist nicht. Wasser und Brot. Alles andere. Oder wollt ihr mir jetzt erzählen, dass es auch im Winter Bienen gibt? Quatsch. Tiere. Er braucht ja nicht viel. Ach, Quatsch.
Rein. Manchmal muss man erst saufen und dann arbeiten, sonst ist es nicht auszuhalten. Ja, in diesen Verdruss bin ich noch nicht gekommen. Oh, wir brauchen Stroh. Natürlich brauchen wir Stroh. Verdammt. Ich soll's nicht fluchen. Im Spiel vielleicht. Oh, guck mal, wie schön das mit den Laternen aussieht, ne? Aber da brauchen wir viel, viel Wolle. Da brauchen wir viel, viel Wolle. Ich sehe nichts. So. Stroh. Ja, Stroh. Das bauen wir jetzt noch zu Ende. So viel Zeit muss sein. Das Bienenhäusle. Habe heute auch schon geflucht. Naja, sollte man nicht tun. Aber manchmal rutscht es einem halt einfach raus. Und er ist schon wieder kaputt. Schon wieder kaputt. Echtchen. So. Brauchen die hier besonderes Werkzeug oder sowas? Nein. Ich hoffe, dass Kasimir nie in dieser Perspektive gibt. Dann sehe ich nur noch ein Häufchen Elend. Der wird knackfrisch sein, Philipp. Knackfrisch. Kasimir wird stolz und mit geschwellter Brust und mit starken Oberarmen. Geben tut es Bienen schon im Winter, nur fliegen sie dann halt nicht. Ja, aber was muss denn der Arbeiter hier machen? Nur den Honig rausnehmen, oder? Klar, ganz sicher. Autosave. Also das mit den Bienen verstehe ich hier noch nicht, warum da jetzt auch noch einer daneben stehen muss. Aber ist egal. So, sind meine Manneken alle im Bett? Ja, ne? Ist nur noch die Nachtwache, die hier rumkrepelt. Ey! 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 Geh, geh Bett! Grimilda! Grimilda! Geh ins Bett! Geh Bubu machen! So, wir machen noch mal eine kleine Katzenwäsche. Unsere Frau schläft schon. Ohne Baby. Aber dafür mit Kapuze. Guten Morgen. Guten Morgen. Anuta und Otto. Ja. Wow! Schock, schwere Not. Sag mal, hast du nur alle Latten am Zaun? Mein Herz. So, Vogelfalle steht. Mit Schlafmütze halt. Ja. Eine neue Hasenfalle hätten wir gerne. So. Und Rattenfalle hält noch. Zack. Zuckel die Muckel, zwei Huhn, ein Gänse. Was machst du im Nahrungsmittellager? Wehe. Was war das denn für eine Kurve? So, wir haben noch ein bisschen Fleisch hier in unserem Beutelchen. Huch, nein, nein, nein. Oh. Mal hier. Da. Milch 2. Also Wasser ist genügend da. Wo kommen denn jetzt die neuen... Wo kommen die Eimer Wasser jetzt? Warum habe ich die 29 Eimer Wasser vorhin nicht gesehen? Ich denke so, hä? So.
Wo haben wir jetzt das Geld? Das Geld ist in der anderen Links, ne? In der anderen Kiste. Hallo Locke, einen wunderschönen guten Abend. Wir müssen doch mal gucken, wie viel Pinunzen. Oh, guckt mal hier. Alles meins. 7417 sind wir jetzt. Da kommt man rein und dann drüber erschreckt sich. Ich erschreck mich. Ich habe Angst vor Menschen, weißt du? Ihr schreckt mich immer. Habe ich Micky eigentlich guten Abend gesagt? Einen guten Abend. Einen guten, schönen guten Abend, lieber Micky, 2 Stunden später. Der steht hier noch rum. Aber wir haben an allen Dingern haben wir Bänke, ne? Nein, wir haben natürlich nicht an allen Bänke. Warum auch? Wäre ja auch zu schön. Da. Da. Mal hier. Man, hier kann man nämlich auch sitzen. Bisschen schief, aber geht. Komm, so jetzt ist gerade. Hier haben wir nämlich noch keine Bänke dran. Was? So. Jetzt haben wir da aber Bänke dran. Jetzt könnt ihr euch da auch hinsetzen. Und jetzt sollte ich tatsächlich mal alles so ein bisschen überprüfen. Da war ich nämlich noch gar nicht drin, ne? Was hier unsere. Die Haltung Produktion. Zum Beispiel die Küche. Da steht schon wieder kein Material für Eintopf, weil was fehlt? Fleisch. Unsere Jägersbraut, die muss mal ein bisschen mehr arbeiten. Was ist denn los hier? Die Jagd. Jagdhütte. Wir haben 34 mal Fleisch. Was macht die? Dann gehen wir hier mal auf 10 runter. Und hier mal auf 9 runter. Und machen mal, dass sie hier ein bisschen mehr Fleisch bringt. Vielleicht sollten wir selbst auch noch mal jagen gehen. Es wird Zeit, dass die Skarabimira wieder kommt. Doch, da sind 2 Eimer Milch. Guckst, pass auf. Guckst du. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Da! Nein, einer. Was heißt denn 2 10 einer? Ach, das ist das Haltbarkeitsdatum von dem Eimer, oder was? Stimmt. Ein Eimer Milch. Aber wo ist denn der Rest der Milch? Warum werden denn meine Kühe nicht gemolken? 2 Schluck im Eimer, ja, ich sehe schon. Ein Eimer, 2 Einheiten. Aber warum werden denn meine Kühe nicht gemolken? Where is the problem? Die Leute trinken die Milch. Nee, dein Ernst jetzt? Am A. Milch ist verboten, die soll. Oh Gott, wir müssen. Wir müssen. Mann, die sind da so eingepfercht. Hallo, ihr. Na? Guten Morgen. Hallo. Die Leute trinken die Milch. Jetzt muss ich überlegen, wo war das, wo ich das verbieten muss, was ich verbieten muss. Warte hier, ne? KL. Rennmaterial. Da muss ich Verbrauchungsgut. Nein. Nein, 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 nein. Und das auch nicht. Doch die saure können sie ja. Die muss ich dann wieder. Oh Gott. Wasser können sie trinken, aber nicht Milch.
Statuen? Du meinst, warte. Uno Momento. Die Kühe steht euch selber im Weg. Du meinst, diese Einhörner oder so, ne? Warum braucht ihr so lange hier? Saure Milch auch verbieten. Ja, das Problem ist aber, wenn ich die jetzt verbiete, vergesse ich das anzumachen, dass die Käse, dass die Milch nehmen dürfen. Gibt es eine Holzstatue in der Hütte? Nier geschnitzte Sachen. Ja, warte. Hab ich die noch hier drin? Ich hoffe, ne? Nee, hab ich nicht. Oder? Nee. Die habe ich verkauft, ne? Hab ich die Dinger verkauft? Diese Einhörner-Dinger da, diese Dingsbums. Ach. Habe ich die verkauft gehabt? Ja, sieht so aus. Ich glaube, diese Figuren, die ich da gefunden habe, die habe ich verkauft. Diese geschnitzten Figuren, die habe ich verkauft. Die Holzrehchen, ja, die Rehe, ne? Also ich dachte, ich weiß nicht, ich hoffe, er meinte die Rehe. Oben. Oben? Ihr meint wahrscheinlich hier dieses, ne? Holzlöffel und. Die kann ich immer wieder nachkaufen. Brauche ich diese Figuren? Sind die zu was nutze? Ich glaube, ich habe sie verkauft. So. Wir brauchen ja jemanden für unsere Bienen, ne? Und wir brauchen... Was ist hier jetzt? Fischerhütte. Kein Werkzeug. Die braucht Fischspeere, ne? Oh Gott, nee. Die Fischspeere waren hier drinne. In der Schmiede oder hier drinne? Ich weiß es nicht mehr genau. War das hier? Werkbank. Lass mich mal daran. Die Fischspeere. Nee, hier war nur der Kram. Dann war es doch in der Schmiede. Kannst wieder rangehen. Entschuldigung. War das hier, ne? Da, die Fischspeere. Oh. Nein, die Hälfte reichen. Ah, ja, I have. Ich hab sie verkauft. Ich brauchte Geld. Ich hab noch nie Deko hingestellt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nie Deko hingestellt. Ich hab auch nicht, glaube ich, nicht alle gefunden. Einfach hinschmeißen, sagt Heiko. Dekorationen, wenn man die nicht hinstellen kann, einfach hinschmeißen.